Rogue Company. Let's show. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es ist wieder soweit. Eine neue Saison ist am Start und euer Willow wird mit euch zusammen diese ein wenig in Augenschein nehmen und den Battle Pass freischalten. Was ich ein bisschen komisch finde, also ich würde die Saison jetzt Saison 5 nennen. Leider fängt Hi-Rez Games jetzt auch mit diesem Unsinn an, so wie es Fortnite die ganze Zeit gemacht hat. Dass sie die Saison jetzt hier Jahr 2, Saison 1 nennen. Fortnite macht ja auch irgendwas mit Chapter. Da sind wir inzwischen auch, ich habe den Überblick verloren. Chapter 3, Saison 2 oder so ähnlich, was in Wirklichkeit dann Saison 18 oder 19 bedeutet. Ich kann sowas nicht haben, weil ich dann irgendwann nicht mehr blicke, wo wir sind. Für mich ist das jetzt einfach Saison 5 und bleibt Saison 5. Ja. Was kann ich sagen zu der letzten Saison? Ich denke, das möchte ich erstmal kurz, wie soll ich sagen, aufrollen oder ein Resümee ziehen. Ich habe in der letzten Saison alles gegeben und alles versucht und so ziemlich alles freigeschaltet, also in Saison 4, was zu machen war. Ich habe das Weihnachtsevent erfolgreich gemeistert. Das kann ich mal kurz einblenden. Ich habe die Season Contracts, also die Saison Quests, alle gemeistert. Und ich habe am Ende auch Level 50 erreicht. So. Was mich ein bisschen geärgert hat, ich weiß nicht, ob es an mir lag. Ich habe ein bisschen weniger gespielt, aber auch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe gar nicht gespielt. Aber ich kam nicht so richtig voran. Ich hatte das Gefühl, man bekommt weniger EP. Grundsätzlich. Also ich habe pro Match 200, 250 EP bekommen. Auch wenn das Match dann eine Viertelstunde oder so gedauert hat. Weiß nicht, ob es vorher auch so war oder vielleicht kam es mir auch so wenig vor, weil es gab auch verdammt wenig so Double EP und ich glaube gar kein Triple EP Event. Oder ich habe alle verpasst, was ich jetzt nicht glaube. Und es gab einen Bug, bei dem man dann überhaupt keine EP mehr bekommen hat. Nur nicht mal bei den Aufträgen und apropos Aufträge. Auch bei den Aufträgen, und da bin ich mir ganz sicher, man sieht es ja auch links, man bekommt inzwischen weniger Pass-EP für die Aufträge, also für die Dailies. Also früher waren es 300 oder glaub sogar 500. Jetzt kriegt man noch 150 und 200. Ja. Also bei den 500 bin ich mir nicht ganz sicher, aber 300 weiß ich mit Sicherheit. Warum sie das reduziert haben? Vielleicht wollen sie es ein bisschen schwieriger machen. Vielleicht haben sie die Hoffnung, dass man vielleicht mal ein paar Rogue-Bugs kauft. Und da sind wir auch schon beim letzten Thema, was die letzte Saison betrifft. Ich musste am Ende, das muss ich gestehen, obwohl ich am letzten Wochenende der Saison Vollgas gegeben habe, noch ein paar Level kaufen. Das hat mich ein bisschen geärgert, denn, ja, wie soll ich sagen, ich habe so schwer damit gerechnet, dass in der letzten Ebene oder im letzten Wochenende, ja, der Saison nochmal ein Double-EP-Event gemacht wird. Da war ich mir einfach sicher, weil das haben sie bisher immer gemacht. Das hat teilweise sogar Namen getragen. Sowas wie Endsport-Event oder es gab, glaube ich, sogar mal ein Triple. Ja. Nix. Das hat mich kalt erwischt, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ich habe dann am letzten Wochenende dennoch so 7, 8 Level gemacht. Ja. Aber es hat natürlich nicht gereicht. Ich war dann am Schluss Level 43. Gut, wenn man jetzt überlegt, dass ich dann 7, 8 Levels machte, wie gesagt, mit dem Double EP ist das eine einfache Rechnung, oder? Weil da hätte ich halt eben 7 oder 8 Level mehr gehabt. Und wenn ich sage, ich war 43, so, nach Adam Riese wäre ich dann noch 50 gewesen. Also ein letztes Double EP Event und ich wäre good to go gewesen. Nur gut. Ich habe dann 7 Level gekauft. Das war recht teuer. Ich habe 1050 Rogue Bucks dafür bezahlt. Das hat mich aber nicht völlig fertig gemacht, denn, naja, da gab es zwei Gründe. Zum ersten, ich habe alle diese Bucks rausgespielt, erarbeitet. Ja. Ich habe, das traue ich mich kaum zu sagen, bisher für Rogue noch nie was bezahlt. Keinen Cent. Also die Rogue Bucks waren alle rausgespielt mit Login-Bonus, Season-Quests und so weiter. Alles erspielt. Und da dachte ich mir natürlich, was soll's, ob ich jetzt die EP erspiele oder die Rogue Bucks,
Wie ich mir den Pass verdiene, ist doch im Endeffekt egal. Also habe ich mir eben die Level gekauft. Und das Lustige war, es ging exakt auf. Also das war nicht gescriptet oder sowas. Ich habe es natürlich vorher ein bisschen durchgerechnet, aber es ging exakt auf. Ihr könnt es ja rechts oben sehen. Ich habe mir die Level gekauft für den 50-Bereich, also für Level 50 im Pass. Und hatte immer noch 1000 Rogue Bucks übrig. Exakt 1000. Das war richtig witzig. Ich dachte, hä, ernsthaft? Das geht jetzt bei 1000 aus? Und da war ich irgendwie zufrieden, weil ich brauche ja 1000 für den neuen Pass. Wie gesagt, ich dachte mir, hey, was soll's? Es ist alles erspieltes Zeug, ob das jetzt EP genannt wird oder Rogue Bucks oder ich bin jetzt Level 50, ich habe mir das erspielt und habe noch, ja, die Bucks für die neue Saison. Also war ich dann doch zufrieden. In dieser Saison möchte ich es auf jeden Fall ein bisschen besser machen. Da möchte ich auf jeden Fall schauen, dass wenn ein Double ist oder sowas, dass ich das auf jeden Fall ausnutze. Hier seht ihr es ja, dieses Wochenende ist ja auch schon wieder Double EP Event. Kommen wir zur neuen Saison. Was kann ich zu dieser sagen? Es gibt eine, das könnt ihr hier sehen, komplett neue Karte mit Namen Schmelzpunkt. Ja. Die kann man auch hier sehen. Ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was das von Modi ist. Verschiedene Spielmodi heißt hier bei diesem zeitlich limitierten. Ich weiß nicht, ob dann zufällig der Modi entschieden wird, der gespielt wird. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Was auf jeden Fall rausgefallen ist, ist Battlezone. Ja. Aber man kann auch ganz normal Strikeout spielen. Da ist der auch mit dabei. Also der Map. Die Map ist da auch mit dabei. Schmelzpunkt. Eine Map, die ich sehr mag bei Strikeout, ist ja die Arena. Also das kann ich euch sagen. Es gibt eine neue Map. Das ist die einzige neue. Gut, aber mehr wie eine kommt ja nie. Gletscher ist endlich mal wieder dabei. Das war irgendwie letzte Saison raus. Aber die rotieren, glaube ich, auch mal. Was ich auch sagen kann, das kann ich kurz einblenden. Da habe ich ein Video dazu gemacht. Schnell geistesgegenwärtig die Aufnahme gestartet. Als ich mich eingeloggt habe in der neuen Saison zum ersten Mal, habe ich gleich mal ein paar Avatare und Banner bekommen. Es gibt jetzt wohl für jeden gemeisterten Agent einen animierten Avatar und ein animiertes Banner. Sehr schön, wie ich finde. Sehr cool. Gefällt mir. Freut mich. Warum nicht? Das habe ich also direkt bekommen. Das ist also auch neu. Was ebenfalls neu ist, und hier seht ihr es auch schon eingeblendet, das kann ich allerdings nicht ganz nachvollziehen, was das bitte soll. Es gibt ja diese Reputation-Währung, von der ich irgendwie tonnenweise habe. Vielleicht sollte ich endlich mal anfangen, Agenten kaufen. Und ich will nichts Schlechtes sagen, also versteht mich nicht falsch. Ich mag das Spiel und ich bin dankbar, dass ich das gratis spielen darf. Und das hier ist ja auch freiwillig, aber was soll das? Wir sind ja hier nicht bei, die Mobile Gamer mögen mir verzeihen, bei irgendeinem Handy-Game. Bei einem, jetzt hätte ich fast gesagt Vollpreisspiel, aber bei einem PC-Game, Steam-Game, meinetwegen PS5, Switch, wo immer ihr euch das Ganze reinzieht, wo ihr immer auch spielt, finde ich sowas deplatziert. Dass man sich Werbespots anschaut, um Reputation zu bekommen, also diese Zweitwährung. Was soll das denn? AS 75, nicht gerade viel, wenn man überlegt, was man sonst bekommt, für eine Daily oder so. Und ich fange doch jetzt nicht an, hier irgendwelche Werbespots anzuschauen, das bin ich von Handy-Games gewohnt. Also ich möchte nicht toxisch sein oder sowas, aber das finde ich deplatziert. Das hat in einem Steam-Game oder nichts verloren, also das finde ich nicht gut. Klar, ich weiß, ich muss das nicht tun. Mache ich auch nicht, es wird das ignorieren, aber es hat ein bisschen was Verzweifeltes oder läuft es nicht gut genug oder ich weiß nicht, versteht mich nicht falsch, aber das finde ich nicht gut, das gehört hier nicht rein. Sei es drum. Ich mache das ja normalerweise immer, dass ich immer kurz in die Stats, jetzt wollte ich schon da oben klicken, in die Stats schaue, wir können es kurz machen, es gibt nicht viel, ich habe Level 100 gehittet, ich habe so ein bisschen einen anderen Avatar. Was ich sagen kann, ist, ich habe ja mal erzählt, dass die Achievements glitchen und die glitchen inzwischen sogar in-game. Naja. Denn schaut mal, gewinne 8 Matches mit 8 verschiedenen Agenten. Okay, 75% angeblich. Und jetzt schaut mal, ich gehe mal auf Siege, ja. Oben fängt es an mit Dallas. 8 Siege brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles klar. Merkt ihr, was ich meine? Hier ist es einer short, aber ich habe 8. Ich habe 8. Oder wird es immer wieder reduziert, weil das quasi so ein Rotation-Free-Ding war oder was? Ja, aber ich habe doch die 8 jetzt mit 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also entweder das buggt oder... Aber okay, habe ich jetzt nicht verstanden.
Das hier ist übrigens auch ein Glitch, der mir aufgefallen ist. Ich habe so viel Schaden gemacht, dass das Spiel das schon gar nicht mehr angezeigt bekommt. Awesome. Oder es liegt einfach an der deutschen Übersetzung. Alles klar. Egal. Viel mehr möchte ich hier bei den Stats gar nicht. Ich meine, was gibt's da? Ich habe halt immer noch einen Haufen Zeug freigeschaltet. Seht ihr, das sind auch nochmal die animierten Sachen. Ja, ist ja gut und recht. Da kann man kurz drüber sausen. Das ist alles das. Bin ganz zufrieden mit meinem ganzen Stuff, muss ich sagen. Und den ganzen Titel. Aber egal, ich würde einfach sagen, jetzt schalten wir miteinander mal den Pass frei, beziehungsweise wir schauen uns erstmal den Pass an. Bisher habe ich das ja, glaube ich, immer so gemacht, dass ich erstmal reingeglotzt habe. Ich habe nicht viel gesehen, ich habe einen Trailer gesehen. Und da habe ich auch gesehen, dass endlich mein Main, seit ich ihn gekauft habe, ist es absolut mein Main, Chuck, hier könnt ihr es auch ein bisschen sehen, einen Skin bekommen hat. Allerdings bin ich mit dem nicht so ganz glücklich. Aber lasst uns erstmal miteinander reinschauen, sonst wird das Video so ewig. Das ist auf jeden Fall Switchblade, das finde ich ganz cool. Gefällt mir. Wie gesagt, wir schauen es uns erstmal an. Ich glaube, so habe ich es beim letzten Mal auch gemacht. Und dann kaufe ich ihn. Ja. Und da gibt es, wenn man kauft, auch gleich diese Sachen dazu. Dieser Skin für das, ich nenne es mal Hoverboard und die Booster, die nichts bringen, weil sie den Battle Pass nicht boosten. Aber egal. Also ich werde jetzt nicht alles durchgehen, aber es sind so ein bisschen... Lol. Alles klar. Die neuen Emotes. Das hat was für ein Matrix. Das erinnert mich, wie heißt der Skin bei Apex? Weiß jetzt gerade nicht mehr. Klar, Avatare und so. Alles klar. Na gut. Das ist Y oder wie? Ich weiß schon wieder nicht, wie man sie ausspricht. Irre ich mich oder ist das schon das zweite Mal, dass jetzt von ihr was im Pass ist? Dieses Blonde war doch auch schon mal von ihr. Ich werde übrigens in dieser Folge oder wie soll man sagen, in diesem Video nicht schon wieder die ganzen Skins vorstellen. Der ganze Theme ist irgendwie so Transformers Future-mäßig, oder? Okay, kann man machen. Wir schauen ein bisschen rein, würde ich sagen. Ja, ganz cool eigentlich. Avatare und so Zeug. Wann kommt denn mein Chuck? Das ist Fixer. Wenn er denn mal lädt. Das ist übrigens mein Waffenskin. Passt volle Kanne, habe ich mir gedacht. Oder denke ich mir gerade, muss ich gestehen. In diesem Moment. Finde ich sehr cool, Fixer. Ich mag auch bei ihm speziell, dass er immer noch aussieht wie Fixer. Ja. Nur eben ein bisschen anderen Style und man hat das Gefühl, sein Kopf ist mechanisch. Warum sage ich das so explizit? Naja, kommen wir aber gleich zu. Okay, da kriege ich ja Epilepsie bei dem Skin. Hier ist nochmal so ein Dingsy. Emote. Okay. Hier ist ein Waffenskin. Für... Ja, für was eigentlich? Objection? Ist das eine neue Waffe? Jetzt müsst ihr mich gerne schlagen oder sonst was. Also entweder ich kenne die Waffe nicht oder die ist in der Saison neu. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das wisst. Ich kenne sie nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur den Agent nicht, der diese nutzt. Ich kenne die nicht, die Waffe. Aber schreibt es mal in die Kommentare, ob die schon drin war. Objection. Objection. Ich kenne halt die Riptide und alles. Die sieht so ähnlich aus, aber... Nein, worauf wollte ich hinaus? Man sieht es hier und man sieht es vor allem auch hier. Das ist Chuck. Was mich jetzt stört, das hat mit Chuck gar nichts mehr zu tun. Versteht mir nicht falsch, der sieht cool aus. Aber das hat mit Chuck nichts zu tun. Da ist von Chuck nichts mehr übrig. Fixer hat noch ausgesehen wie Fixer. Aber da ist von Chuck nichts übrig. Ja. Ich finde, bei Fixer und bei Switchblade, haben sie es besser gelöst. Die sieht wenigstens noch aus wie Switchblade. Jetzt bei Y und bei Chuck. Okay, Y hat halt inzwischen schon einen gescheiten Skin bekommen, aber Chuck sieht nicht mehr aus wie Chuck. Ich werde es bestimmt spielen. Aber ich weiß nicht. Okay, ich bin dankbar. Ich habe ja mich gefragt, wann bringt der mal was für meinen Main, aber ja, das ist ja nicht mehr Chuck. Ja. Ist auch nicht so mein Theme. Also das Gruselding hat mir besser gefallen, aber egal. Das, man muss ja auch mal für diese Leute was machen. Das habe ich schon verstanden. Jetzt würde ich einfach vorschlagen, ich schalte jetzt mit euch das frei. So habe ich es ja beim... Seht ihr, das ist nämlich Fixer. Also das sieht doch viel mehr aus wie, ja, wie er selbst, also, oder? Na gut, egal. Ich schalte es jetzt mit euch mal miteinander. Achso, sollen wir mal schauen, wie viele Bugs es gibt? Ob sie weiter cool bleiben, damit man das wieder zurückbekommt? Sollen wir mal schauen? Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. 200? 400? 600? Naja. 800? Genau. 1000? Ja. Also das ist kein Problem. Ich muss auch gestehen, ich habe noch nicht mal allen Daily Login Bonus geholt. Ich habe, glaube ich, 200-300 Rogue Bugs verpasst, weil ich nicht den ganzen Daily Login geholt habe. Das heißt also, ich könnte sogar noch mehr Bugs haben. Aber das ist nur am Rande.
Jetzt kaufen wir mal den Pass, sonst wird das gar nichts mehr heute. Und dann passt das. Ihr seht ja, das ist immer das gleiche. 20% mehr EP, was bedeutet, man kriegt noch weniger eigentlich. Alle Belohnungen, die man halt freischalten muss. Und eben die drei sofort. Genau. Nice. Hier mache ich mal wieder einen Screenshot, würde ich sagen. Beziehungsweise, dann habe ich, glaube ich, weil ich habe beim letzten Mal denselben Screenshot gemacht. Ich kaufe natürlich den normalen. Das kennt ihr von mir. Das brauche ich jetzt nicht schon wieder erklären. Genau, das habe ich beim letzten Mal gescreenshottet. Das mache ich jetzt genau nochmal. Batsch. Weil da muss ich schon einen Steam-Screenshot machen, dass ich das gekauft habe. Ja, und dann mache ich das jetzt. Ich freue mich. Und dann ist der Pass dann quasi mir. Bam. Jawohl, ja. Und da habe ich die drei Gegenstände. Für Switchblade, das Hoverboard und, naja, ein Booster, den ich nicht brauche. Da habe ich auch so viele übrig, weil ich die nie nutze. Was interessiert mich? Das Kontolevel. Egal. Und der Rest habe ich jetzt gerade schon gezeigt. Ich habe auch im Allgemeinen jetzt, glaube ich, viel gezeigt. Aufträge, ja gut, es gibt wieder die Season Quests. Seht ihr, da kann man halt auch Rogue Bugs und so weiter. Ja. Werde ich wieder alle machen. Mit Sicherheit. Und das ist der Daily Login Bonus. Da habe ich letztes Mal gar nicht alles geholt. Ja gut, ich kann mal Switchblade kurz ausrüsten. Ich habe es jetzt zwar nicht, aber ich kann es trotzdem machen. Will ja nicht so sein. Warum nicht? Den gab es ja auch mal zu kaufen, oder gibt es immer noch. Ich finde halt einfach, das ist ein krasser Fuß. Sie sieht halt noch aus wie Switchblade. Hier in dieser Großaufnahme ist das einfach awesome, oder? Also ich finde, das sieht super aus. Ich habe es hier noch nicht wirklich gespielt, ich glaube einmal oder so, als er mal free war. Und Y, die hat ja halt den Skin. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie halt irgendwie für Y jetzt schon wieder was bringen und andere ein bisschen leer ausgehen. Ich meine, da hätte man ja auch mal für, was weiß ich wen, das weiß ich jetzt nicht, irgendjemand was bringen können. Aber irgendwie, naja, okay, von mir aus. Egal, Dallas habe ich ja dann am Schluss den 50er dann, nee, das ist nicht der 50er. Aber den habe ich auch freigeschaltet, das mag ich. Nee, der 50er war Kestrel, der da. Den habe ich ja am Ende dann auch noch freigeschaltet. Aber ich will jetzt hier nicht wieder dieses Ding machen, dieses Skin-Potpourri, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Da gab es Anvil noch, das wisst ihr. Genau. Und ich habe mich gerade gefragt, der erste Skin, das war so ein Robo-Ding. Ich glaube von Dahlia. Aber das habe ich doch ausgerüstet. Ich glaube, das war der erste. Aber ja, weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube ja. Egal, ich will jetzt hier nicht wieder die Skin-Parade machen. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Das mache ich jetzt hier nicht schon wieder. Wie gesagt, bei Waffen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da jetzt eine neue Waffe gibt. Das ist ja meine Stats. Ja, meine Freunde. Also jetzt muss ich doch mal einen Einspruch machen. Ich muss gestehen, ich habe das nicht gewusst. Und jetzt ist es mir beim Spielen bewusst geworden. Also die Objection gab es schon. Ich habe sogar einen Skin drauf. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, die Agenten Dahlia und Mac besitze ich nicht. Und ja, ich habe es einfach nicht gespielt, die Waffe. Ich habe da gerade mal 4 Kills drauf. Das ist bei anderen Waffen aber oft auch so. Die Knight zum Beispiel, da habe ich gar keinen Kill. Die habe ich noch nie gespielt. Und die LMPX zum Beispiel habe ich einen Kill. Das liegt, wie ich schon sagte, an den Agenten. Und auf der anderen Seite an der Tatsache, dass ich auch so ein bisschen jemand bin, der seine Favorite-Waffen hat. Ja. Also ich spiele unheimlich gerne die D40C von Chuck. Und selbst bei den Sturmgewehren, da sieht man es dann noch ein bisschen besser. Ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt. Da spiele ich einfach gerne die Riptide. Deswegen ist die auch volle Pulle hochgelevelt. Ich spiele die aber auch bei Agenten, die sie nicht standardmäßig haben. Wie zum Beispiel Trench oder Saint. Das ist halt einfach so bei mir. Auf der anderen Seite, wenn man den Agent nicht hat, wie kommt man an die Waffe? Vom Boden aufheben oder bei Battlezone? Den Modus gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist, man kann sowas durchaus auch nicht kennen, wenn man es nicht gespielt hat. Also die Nightshade zum Beispiel, da habe ich auch nur 6 Kills. Das ist halt so bei mir. Ich hatte übrigens vorhin was gesagt von wegen Glitches und Übersetzung. Hier ist der nächste. Also ich weiß nicht, warum das so massiv ist. Kontrolliert das keiner? Liegt das in der Übersetzung? Und da gibt es keinen, wie soll man sagen, keine Qualitätssicherung, kann ich nicht verstehen. Was ich cool finde, das habe ich erst gesehen, diese Sache hier, das ist so ein bisschen wie diese Apex-Skins, die sich auch dynamisch je nach Kills verändern. Ich vermute mal, man fängt so an, wenn man gar keine Kills hat, dann macht man einige, ich weiß nicht wie viel, dann sieht es so aus und bei weiteren Kills dann so. Also das ist schon cool, da freue ich mich, wenn ich das irgendwann mal habe.
gibt dann auch Banner und Avatare dazu. Aber das mit dem Skin ist schon heiß. Na gut, ich wollte das eigentlich nur erwähnen. Mein Fehler, es gab die Objection schon. Okay, und würde ich einfach sagen, machen wir jetzt mit dem Originalvideo weiter. Da gab es ja auch diese Skins. Das war ja auch, glaube ich, wenn ich nicht irre, noch letzte Saison. Aber egal, in dieses Thema möchte ich mich jetzt nicht rein verstricken. Ja gut, ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt, was wichtig ist. Wenn mir jetzt noch was einfällt, dann werde ich es noch hinzufügen. Ich glaube aber nicht, dass noch was ist. Der Pass ist auf jeden Fall freigeschaltet. Ich werde auf jeden Fall, das habe ich mir vorgenommen, mal ein bisschen was von diesem Reputation-Zeug, jetzt bin ich genau auf null, von diesem Reputation-Zeug ausgeben. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte mir jeden Agent kaufen, den ich wollte. So ungefähr. Ich habe also genug Kohle. Und ansonsten bin ich jetzt hier raus, das Ding ist frei, ich werde jetzt ein bisschen spielen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Tschüss!